Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Stellwerksee. Wir sind heute im Selzer Rangierbahnhof. Die Rangierbahnhöfe haben es mir momentan irgendwie angetan. Finde ich ganz spannend zu machen. Und ja, auch einer der schwierigen, gemäß Bewertung. Wir haben hier zwei Ablaufberge. Einer da oben für die ganzen Züge, die von rechts kommen. Und einer hier unten für alle von links, von Richtung Wunsdorf. In der Region, glaube ich, sind jetzt aktuell, lass mal kurz nachschauen, 19 Leute. Wir sind in der Instanz 2 und die Verspätungen ist einfach eine Katastrophe aktuell. Aber das bekommen wir hin. Gut, 181, da oben, möchte nach Wunsdorf, es ist schon mal eingestellt. Sobald er frei ist, kann der losdüsen. Ich habe dann einige Ersatzloks, die hier warten auf einen Einsatz. Können wir im Moment ignorieren. Okay, da fährt jetzt gerade einer ein. 483 und dann 817. Dann kommt der nächste vom Nachbar. Der fährt durch nach Linden. Ist kein Problem. Den schicken wir mal unten lang. So, der 308er Kollege sollte dann eigentlich auch losfahren. Aber wenn du noch stehst, nehme ich dir das Signal weg. Und dann kannst du dann nach Linden fahren. So, bei manchen Signalen habe ich mir da das manuelle Auto FS reingemacht. Um ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Aber für den 308 kann ich das ja schon mal voreinstellen. Kommt schon der nächste. Für 186 und fährt dann in den Berg rein. Gut. Das ist, glaube ich, jetzt mein drittes oder viertes Mal hier in dem Stellwerk. Und bis jetzt war es immer so, dass die Züge in einen Schwung immer gekommen sind. Also so gefühlt ein Zug fährt gerade ein, kommt gerade schon der nächste. Und das dann so für 10, 15 Minuten, teilweise von beiden Seiten. Was Zimmerberg Zürich, also. Und dann ist wieder einigermaßen Ruhe, dann kann man hier ein bisschen Rangierarbeiten machen. Und dann geht es gerade wieder los. So, vom Hauptbahnhof kommt eigentlich nicht so viel, zumindest bei meinen Sessions nicht. Ab und zu kommt auch mein Güterzug. Das meiste passiert tatsächlich hier unten und halt von Wunsdorf. Nice, 376. Okay. Wo möchtest denn du hin? Noch 176. Ups. Und da brauche ich eine Ersatzlok. Das ist der Kollege da. Gleis 48. Nehme ich auch an. Was willst du? 101. Und das ist jetzt BB West. Ja. Okay, kurze Übersicht. 181 nach Wunsdorf. Ist eingestellt. 183. Möchte zum Berg. 49. Gut. 817 nach 381. Kannst du auch weg. Auf welche Seite musst du? Du musst rechts ankuppeln. Okay, sehr gut. Das heißt, hier gebe ich schon mal die Rangierfahrt weiter in das Gleis für die andere Lok. Ja, 61676 möchte nach Linden. Ist eingestellt. 208 habe ich ja auch eingestellt. Perfekt.
Gut. Du kannst hier schon mal rausfahren. Dann warten wir, bis der hier im Gleis drin ist. Läuft. Bloß nicht stressen lassen hier drin. Eigentlich eine ganz gute Alternative zum Nürnberger Rangierbahnhof. Wenn man hier ein bisschen mehr Tätigkeiten hat. Aber Nürnberg hat auch so seinen Reiz. Mit der 418, der da als nächstes kommt. Ich möchte ebenfalls nach Linden. Okay. Der war schon mal eingestellt. Und wenn der da reinfährt, fährst du dann ebenfalls hier nach Linden. So, die neue Lok kann da schon mal weiterfahren. 174, ich möchte noch auf Wunstorf. Ich setze schon mal ein, mal schauen, ob die Lok schneller ist. Mit dem Abkuppeln. So, der kann jetzt auch losfahren. Von Linden. Einer für 814 ist hier oben. Gut. Stellen wir mal ein. Ab und zu kommen auch die Züge hier rein und wollen dann eine Ersatzlok hinten dran haben. Die kommen dann vom Berg hier raus, in den meisten Fällen. Nicht immer, aber meistens. CDUzen. Okay. Was ist los? Bereit zum Abstellen. Okay. So, eine Lok soll man losmachen. Die will dann wieder nach 376 hier rein. Das ist easy, kein Problem. Das geht sich gerade perfekt aus. Weil dann müsste hier das Gleis frei werden und kann 174 weg. 186. Wo ist das? Hier unten möchte noch 49. Kannst du haben. Immer weg mit euch. 101 wird auch demnächst abfahren nach Linden. Was denn los? Ach so. Ja, gut. So, 176 nach Empelde. Empelde? Ja, denke ich mal, das sagt man so. Wie schicke ich dich denn eigentlich raus? Sagen über 871 und dann darunter. Komm her, Junge, hau's da mit dir. So, 4, 3, 3, 3, 6. Möchte auch nach Linden. Mit, stellen wir halt auch nochmal ein. Hm, 101 mache ich zuerst. Kannst du da hier schon mal runter? Und 176 erst nach da und dann da runter.
Oh. Wer gerade los? Mit 1. 48. Was haben Sie da Schönes für uns? Einer für Linden. 103. Kommen Sie rein. 376 für 174. Das passt gerade ganz gut. So, dann kann die Lok da auf 173 reinfahren. Und dann wieder retour. Er braucht keine Lok. Der hat schon alles. Sehr gut. Jetzt haben wir hier unten einen kleinen Stau da. Ja, nicht weiter schlimm. Okay, 101 ist jetzt auch am Losfahren. Jetzt haben wir alles leer wieder hier. So, sonst irgendetwas rot? Nee, ne? Alles unter Kontrolle. Okay, der für 814. 51922 1256. Wieder noch 381. Ich glaube, der kann ich schon mal einstellen. Dann kannst du gerade weiterfahren. Ist eigentlich irgendetwas pünktlich hier? Ah ja. Der. Ansonsten, ja okay, 3 Minuten, der da, 6 Minuten, 102 Minuten, 117, 154, wird immer besser, so, 173, nee, du musst jetzt mal hier kurz warten, ich schicke zuerst die Lok da rein. Nein. Bisschen später. Perfekt. Güti. Den Verspätungen kommt es auf die paar Minuten, ist auch nicht mehr drauf an. Sieben Minuten Verspätung, Abfahrt um 32. Dann fährst du pünktlich los. Meine Telefonsoftware läuft nicht. Ah doch, jetzt. MikroSIP. Tolle Software. Okay, 174 nach Wunstorf. Stelle ich dir schon mal ein für die Abfahrt. Dann auf die 173. Na, kannst du auch nicht einstellen. Oh, hab deinen Zug vergessen. 51485. Auch für Linden. Ja, wieder zwei neue. Also du kommst für 173. Wo willst du hin? Oh, wir brauchen eine neue Lok für 105. Das ist kein Problem. So, Ersatzloks. Was denn? Achso.
105, 105, 105. Das ist der falsche. Hä? Oder doch nicht? Nee, doch. E-Log. Aus dem Baby Ost. Okay. Das ist da oben. Du, Kollege, fährst mal bis dahin. 105, bis da. Hallo? Bis dahin rangieren. Und in den meisten Fällen ist es, dass der dann gerade wieder hier in die Gleise reinfahren möchte. Ich vermute mal auf 31 bis 37. Aber das sehen wir dann gleich. Das wäre noch ab und zu praktisch, wenn hier schon drinstehen würde, wo die Lok dann wieder hin will. So, einer von Linden, der möchte auch 816. Kein Problem. Und eingestellt. Der 63723, das ist einer veräppelte. Ja, sollen wir jetzt schon mal klingeln? Ich glaube, da spricht nichts dagegen. Zumindest einstellen. So, der hat sich jetzt auch auf den Weg gemacht. Wunderbar. Ist dann der nächste. Aber in letzter Zeit schaue ich einen neuen YouTuber an, der Büssenarchitekt-Videos macht, und zwar diese Escape-Varianten. Ich habe das ganz vergessen, dass das eine Option ist im Büssenarchitekt, dass man quasi als Gefangener spielen kann und dann versuchen muss, aus dem Gefängnis rauszukommen. Da ist noch ganz interessant, wie kreativ der das macht. Ich freue mich schon auf Büssenarchitekt 2, wo das dann in 3D ist. Weil ich auf jeden Fall zocken bin, Fan vom ersten Teil. Das war jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber hab's am Anfang echt gesuchtet. Macht doch recht Spaß. Da gibt es mittlerweile so viele Mods für das Spiel. So. 8.14 ist am Wegfahren gleich. Habe ich eingestellt. So, 105 wurde registriert. Der nächste von Linden. So, du kannst hier mal reinfahren. Der will noch 8.11 für Personalwechsel. Kein Problem. 8.11 wäre dann da oben. Ist eingestellt. Ersatzlok ist rot geworden, das passt. Ja, da kommt der nächste von links. Das ist Fahrstraße, ist schon mal da. ...132 in der Minute. Ich glaube, den lassen wir zuerst ausfahren. Damit der pünktliche ist, bevor wir hier mit dem Manöver weitermachen.
damit irgendetwas mal zu einer normalen Zeit hier durchfährt. Du bist ja doch, der will nach Linden. So, wo bist denn du hin? 185. Bekommst du 12.52, 53 Minuten zu spät, nach 49. Gebe ich dir schon mal. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur einen einzigen Zug gehabt, der zum Hafen hier reingefahren ist. Dafür habe ich ab und zu mal einen für VTG. Kommt dann meistens von dem Berg da, von hier runter, dann über die Verbindung, da so runter und wieder retour. Okay, 103 ist losgefahren. Kann man auch wieder eins weiter schicken. Ich glaube, können wir hier die Automatik noch da machen. Ich muss noch darauf achten, dass wenn einer tatsächlich mal für den Hafen kommt, dass ich das hier rausnehme und den da oben hinschicke. Ja, dann bist du rot. 489. Achso, ja, bin hier. Wer nervt? Wagenwerkstatt. Wo willst du hin? Nach 68, 150. Ja, gar kein Problem. Viel Spaß. Okay, die eine Lok. Du bist auf 38, 74. Das ist das mittlere hier. Und noch einer von da. Okay, der pfeift überhaupt durch. Der macht gar nichts für uns. So. Wo klingelt's denn jetzt? Ist das Empelde? Ja, Tatsache. Wo willst denn du hin? Oh, 814. Okay, schickt man nach da oben. Ersatzlok für 814. Das wäre das hier. Okay, die Lok fährt mal so nach 38, 47. Und der Berg ruft wieder. Wegen der Ersatzlok. Die schickt man dann auf 370 hier runter. Oh, da ist einer von Wunsdorf. Wer ist das? Der da? 187. Keine Hektik, aber alles im Griff. Okay, 185 will dann auch gleich losfahren, aber der hat ja schon alles. Okay, 52944 da rechts oben, der braucht nichts, der fährt dann da rein, wo jetzt gerade die Ersatzlok drin steht. So, die Ersatzlok kann schon mal hier runter. Kollege, mach ihn mal frei, muss da die Lok rausbringen.
So, jetzt kann der hier unten ausfahren. Der 52993 möchte nach Linden. Mal vor einstellen. So, du Kollege, fährst mal hier raus. Nimmst du dir sagen VMAX 40 bis dahin, damit du da reinkommst. Ja, da steht's auch. Neue Lok rechts ankuppeln, Zugzerlegung. Na komm, yes. Wunderbar. 105 ist dann auch erledigt. Nur noch ein kleiner Stau hier bei der Einfahrt. Der nächste von Linden, der fährt auch wieder durch. 62 Minuten Verspätung. Sag mal, was haben die angestellt? So, was willst du machen? Der hat keinen Bock bei uns anzuhalten, der fährt durch. Okay, kannst du haben. Viel Spaß. Lassen Sie eine positive Bewertung da. Für die nächsten schon eingestellt. 49406. Ja, nach 811, ja. Ja, noch einer vom Berg. Der 174. 30 Minuten Verspätung. Der passt doch pünktlich zu dem ganzen Rest hier. Den 51217 überprüfen. Ja, der fährt auch ein zweiter. Am liebsten würde ich da noch mein Auto FS noch da machen. Aber es könnte ja mal sein, dass da einer zum Hauptbahnhof oder Hainholz fahren will. Und schadet ja nicht, wenn man noch ein bisschen selber was tut hier. Okay, der kann weiter noch da. Ich möchte noch 49. Muss noch warten, leider gerade ein bisschen belegt. Was ist der nächste von Linden? Sag's euch, die kommen dann alle auf einmal hier. Ja, was denn? Ach so, ja gut. 105 ist damit abfahrbereit. Ja, da warten wir jetzt noch ganz kurz. Und zwar auf den, dass der durchrauscht. Aber ich schon mal vorhin gestellt, Kollege auf 105. Jetzt sind um 33 jetzt losfahren sollen. Ah ja. Ich will das aber auch nicht mehr zurückgeben. Der 42355. Ah, der hat eine Stunde Verspätung. Läuft. 8.11. Personalwechsel. Wer dann erledigt, fährt dann weiter. Gut, weg mit dir. Der nächste in der Einfahrt 50769. Ach, der fährt durch. Der macht das gleiche wie der. Vier Minuten Verspätung.
Wobei, wisst ihr was? 49406. Wir machen das ganz leicht anders. Wir werden den überholen. Dann kommt der erstmal vorne, der so einigermaßen pünktlich dran ist. Bunsdorf nach 306. Betriebshalt. Und da bleibt man kurz stehen. Und fährt dann de facto gerade weiter. Moin, moin. So, 187 für 49. Ab in den Berg. 174, 26 Minuten Verspätung. Wisst ihr was? Lass mal den auch noch vor. Mal hier mal das SP löschen. Da kommt der andere. Wer will was? Gleis 48 nach 104. Ja, bitteschön. ...105 kriegt seine Ausfahrt. So, der 42355, der fährt nach Linden. Jetzt wissen wir schon, 105 kommt das nächstes, der fährt dann nach hier unten rein. Dann wäre das erledigt. Und oben rechts steht schon der nächste, 51217. Ach, das ist der für 814. Perfekt, Ersatzlok steht schon bereit für dich. 816 nach 371. Komm, den schickt man da gerade noch schnell rein. Lauft smooth gerade. Oh, da habe ich 42352. Stich jetzt noch vergessen. Baby Ost, was willst denn du machen? Ach, der macht das, okay. So, einmal annehmen. Der fährt einmal da hier raus. Will er da unten rein. Ja, nach 38 ist das mittlere hier. So. Wenn der durchfährt, haben wir dann 174 Stunden los und dann kann der da oben wegfahren. 306 stimmt ja. Jetzt habe ich auch gerade weiter. Gut, 814 am Einfahren. Kannst du gerade schon mal hinterher mit der Ersatzlok? 42352. 63 Minuten Verspätung. Fährt durch. So, jetzt kann er als nächstes fahren. Ah ne, Moment. 174 ist noch nicht so weit. So,
Du kannst. Ne? Einmal so und einmal so. Dann sagen wir hier schon mal vorzeitige Abfahrt bei dir. Nächste von Linden für 8.12 mit Lokwechsel. Was wollt ihr? Lok ist bereit zum Abstellen. Wir gehen ins BB West. Das passt mir ganz gut eigentlich. Kommen wir hier runter und dann ins BW. Okay, Ersatzlok für 8.12. Ja, war das der 49600? Oder? 4960, ja, der da. Woher kommt der Ersatzlok? 371, wo jetzt gerade einer drin ist. Ja, 1, 2. Warte mal. 6, 1, 6, 7, 7. Wird noch 8, 15. So, eingestellt. Okay, 371. Nehme ich mal an. Der muss dann auch wieder die eine Tour da machen. Machen wir wieder 813. Yay, 174, kann jetzt endlich ausfahren. Und dann stellen wir es für ihn schon mal ein. 104 fährt nach Linden. Hier kommst auch schon mal deine Fahrstraße. Oh, da kommt der nächste. In der Durchfahrt. 10 mal 50 Minuten Verspätung. So, und dann werde ich einmal sagen, kurz alle warten, damit die anderen hier nicht nerven. Okay, die haben gekoppelt. Perfekt. Mal anschauen, was in Wunsdorf da so stellwerkstechnisch abgeht. Also mit Linden. Schade, dass wir jetzt in Linden keinen Nachbar haben. So, noch mal kurz kontrollieren für den 51226. Ja, der fährt auch wirklich nach da unten. Der 90224 fährt ebenfalls nach da unten. Okay, ist eingestellt. 8.14 möchte dann gleich da oben reinrangieren. Ja, was denn? Achso, Ersatzlok. Tja, kleine Staubildung hier unten. Regelmäßig. Aber abgesehen davon ist es im eigentlichen Stellwerk gerade ruhig. Okay, er ist runterfahren. Und dann werde ich das einstellen, dass er hier weiterfahren kann. Achso, nehmen wir noch die Lok hier. Ah, der ist doch noch am Einfahren. Okay, jetzt kann er endlich los. Da wird er sich freuen. Du bitte nach BB West. Oh. Ja, jetzt vielleicht. Wunderbar.
Cool. Du kannst mal hier weiterfahren. Dann haben wir jetzt hier den 49600. Ist der 4812. Eingestellt. Oh nee, wir haben einen Nachbar verloren. Jetzt haben wir nur einen und der schickt uns kaum Züge. Yay, noch einer von da unten. Einer, der wieder durchfährt. Ja, aber meine Gans, der hätte auf 5W einen kurzen Halt. Ja, aber die Zeit ist schon längst vorbei. 88 Minuten. So, welches Gleis? 31. Was möchtest du denn machen? 109. Bekommst du... Wer noch? Empelde. Oh... Kommt gerade ein Zug, Kollege. Seh einer. Oh, das ist noch einer für 812. Empelde, du musst warten. Da ist eine Fahrstraße rein. Soll ich den anderen 812er auch schon bereitstellen, jetzt wo ich weiß, dass der kommt? Nee, wir warten noch. Oder? Er spricht eigentlich nichts dagegen. 5-11. Ja, komm, bereitstellen. Ach, der kommt von unten. Ja, du kannst auch über 8-13 mal fahren. Oh, einer vom Hauptbahnhof. Nach 176. Sag mal. Über 343, das ist da. Dann 176. Eingangsdienst. 815 möchte dann gerne in den Berg. Noch einer von Linden. Alter, sie kommen jetzt alle. Wäre vermutlich der perfekte Platz für Trainspotter hier unten. Bei dem ganzen Verkehr. Der dritte Gleis wäre ja hier nicht schlecht. Okay. Ja, ist schon mal ein Leinfahrt. Gute Sache. So, Kollege, jetzt darfst du kommen. Ja, der 516.07, wohin fährst du nochmal? Nach Linden. Jetzt ist er gerade am Einfahren. Das heißt, du müsstest sowieso gerade warten. Kannst du erstmal durch und dann stelle ich dich für da oben ein. 371. Ja, gut. Wo willst du hin? Ach, der fährt gerade durch. Muss raus, besser gesagt. Na dann, Tschüsskowski. Der 46359. Er macht das gleiche. Aber mit Verspätung. Na
Okay, jetzt kommen 8,15 auf den oberen hier rein. So, die Ersatzlok kann nach 8,12. Und dann schicken wir 8,13 da runter. Die Lok FIR, du musst auch nach BW West. Da muss ich mal kurz gedulden. So, machen wir die Wiederholung hier nochmal rein. Tja, mit der Ersatzlok da. Gib mal Gas. Was warten haben gesagt. Ich kann mal schauen, was der macht. 60566. 87 Minuten Verspätung. Und der fährt durch. Gut. Stellen wir mal ein. Der Ersatzlok ist da am Reinfahren. Also ich glaube, der ist dezent langsam unterwegs. Der da vom Hauptbahnhof. Der braucht ein bisschen lang, bis er da ist. Okay, Ersatzlok bitte da rein. Noch einer von Linden. Der möchte zum Hafen. 543. Ja, komm. 25 Minuten Verspätung. Ich glaube, du kannst gerade weiterfahren. Hunsdorf nach 186. 68 Minuten Verspätung. Und dann auf den 49er Berg. Nach Linden. Hier kommst du auf deine Ausfahrt. Bitte schön. Oh, come on. Gib mal Gummi. Ansonsten lasse ich jetzt die Lok zuerst mal hier runterfahren. Ja, wobei, jetzt ist er da. 812. Übernahme verspätet plus 10 von Uelzen. 8,12 kann sich nicht bewegen, weil die Lok davor steht. Semi-optimal. Okay, Wiederholung. Weil wir könnten die Lok schon mal bis dahin fahren lassen. Und dann soll es sich so ausgehen, dass 8,12 frei wird für die nächsten. Ich meine, klar, wir könnten auch ein anderes Gleis schicken, aber da muss ich jetzt hier keine Gleisänderung machen. Und dann ist alles wie geplant. So, 4, 11, 3, 8, was machst du? Erst nach 8, 11. Gut, stell dich ein.
Der nächste von da unten. Ja, wenn es denn sein muss, kommen Sie rein. So, stellen wir ein und wo noch? Gleis 31. Noch 108. Okay, Ersatzlok für 108. Das ist Idera. Da kommt wieder aus dem BW Ost. Machen wir die gleiche Übung hier wieder. Oh, noch einer von Hauptbahnhof. Sag mal. Ich muss mich öfter beschweren, dass so kein Zug kommt. Okay, 812 noch 371. Kann ich das machen, obwohl jetzt da blockiert ist? Nee, kann nicht. Cool. Boah, du jetzt hier runter. Erledigt. Ja, er kann auch gerade weiterfahren. Ist 8.11 Zug. Der nächste kommt, ist der 5.11.35. Der für 8.12. Eingestellt. Der vom Hafen bin eigentlich auch noch 8.12. Alle vom Hafen, vom Abbahnhof. Muss das sein? Weißt du was? Du fährst auf 814. Gebe ich ihm das jetzt schon mal oder warte ich bis 8.12 der Zug eingefahren ist? Der wird vermutlich schneller sein, oder? Naja. Ich stelle mal den Hauptbahnhofzug ein. Wir müssen uns da ja nicht stressen. Okay, 51049 möchte noch Linden. Kannst du haben? 376. Noch 182. Von 182 fährst du dann nach Linden. 73 Minuten Verspätung aus dem Berg raus. Läuft. Okay, 8.11 ist auch schon fertig mit dem Personalwechsel. So, bitteschön, kannst weiterfahren. Angenehme Weiterreise. Zentralschweiz sucht nach Fahrdienstleitern. Ja, leider gerade nicht. Der Basler Rangierbahnhof wäre dann die nächste Nuss zu knacken. Der hat es aber in sich. Ist eigentlich wie witzig. Nächster der Maschen wäre irgendwie der schwierigste von allen. Aber dem ist gar nicht so. Ja, was denn? Achso. Okay, die Lok kann nach BW West. Dann ist das erledigt und aufgeräumt. Ich möchte nach 376 fahren.
Ja, wird er bald frei. War zusätzlich auch schon eine mega Verspätung. 103 Minuten. Läuft. Ach, der fährt da so unten rein. Ja, easy. Dann blockierst du meine Rangierlok nicht. Oh, dann war es eins weiter. Nö, nö, jetzt erstmal nicht. Welches Gleis? 376, du bist noch 173. Wenn es denn sein muss. Oh, noch einer von Linden, 4811, okay. Kommen Sie rein. Der von 376, wo ist der? Neue Lok links ankuppeln. 173, das bist du. Lass mich raten. Ja, da kommt das ein Babypest. Das heißt, du kannst mit deiner Lok dann hier hinfahren. Die andere Lok schicken wir auf eins von diesen Gleisen da und machen dann fliegenden Wechsel. Und 176 möchte dann da oben wieder reinfahren. Da kommt auch schon der nächste von Linden wieder. Oder? Nee. So, liebe Ersatzlok, du kannst da hinten reinfahren. Der 90-219 möchte nichts von uns, der will hier ganz schnell wieder abhauen. Bevor das Chaos noch größer wird. Macht eigentlich 182. Der lässt sich noch Zeit. Ja, aber so als Zwischenfazit macht eigentlich ganz gut Spaß, der Rangierbahnhof hier. Vor allem, wenn dann die ganzen Züge aus allen Richtungen kommen und man ein bisschen Gleismanagement hier machen muss. Aber es läuft. So, Wunsdorf. Lokpersonalwechsel auf 308. Das, glaube ich, wird sehr schnell gehen. BB West. Einmal annehmen. Das ist die eine Ersatzlok für da links. So, du kannst nach da oben reinfahren. Stimmt, die Ersatzlok könnte man auf 176 schicken. Und die andere Lok von 812 ist die da. Die will auch nach BB West. Das, die schicke ich schon mal hier runter. Den gleich da rein. Oh. Ich habe die andere Lok da vergessen. Du bist noch 31. Ja, toll. Jetzt kommt von 31 was. Wo bist du hin? Nach 108. Das ist gerade doof. 109. Ah. Okay. 49, das ist der da. BB Ost. Kannst du hier schon mal rausfahren? So, was wird hier rumgeschrieben? Achso, ja, okay. Nichts Wichtiges.
Er da kann jetzt hier reinfahren. Ja, Leute. Jetzt Bahnhof dicht machen oder was? 170. Ja, dann fahr da rauf. Ja, sonst noch irgendwas zu beachten? Nee. Na komm, mach die Weiche frei. Für die Ersatzlok. Dankeschön. 812 kommt noch 381. Viel Spaß. Und du kannst erstmal hier runterfahren. Die Lok da hinten von 173, die will nach 376 wieder retour. Weißt du was? Wir fahren über das Gleis retour. Will dann auch losmachen. Gut. Ja. Rede von 8.14 ist es jetzt soweit. Klein wenig Geduld noch, Kollege. Oh, nice. Er ist frei. Okay, du kannst schon mal hier runterfahren. Du bist noch 108. Oh man, längeren Kandidaten da oben. Nach Linden. Wie schicke ich denn dich? Oh, ich habe da eine Idee. Über 3.30. Abfahrt. Okay, du kannst wieder zurückfahren. Also schon wieder darauf. Yes, geil. Und da wartet schon wieder ein Zug. 49416. Personalwechsel. Auf 811. Und fährt dann weiter. Ich glaube, ich stelle dir das schon mal ein. ...308 möchte weiterfahren. Ja, wisst ihr was? Du stehst schon da unten. Fahr du mal vor. Der andere macht ja eigentlich noch eine Rangierfahrt. Was ist los? Gleich zum Abstellen. Achso, das ist der 109er jetzt. Kleine Geduld. Oder? Kannst du schon? Ja, es geht schon. Dann, raus mit dir. 814 371. Und der nächste Zug erledigt. Wunsdorf, 308. Minuten Verspätung. Sehr gut. Das 108 möchte in die Fliege machen. Naja, 93 Minuten Verspätung. Kannst du noch ein bisschen warten. Ja, schlimm, ey. Aber eben, jetzt ist die Welle wieder vorbei. Jetzt können wir die Sachen hier im Rangierbahnhof machen. Und dann kommt wieder die nächste Welle.
Macht auf jeden Fall Spaß. Vor allem jetzt hier im Multiplayer. Schade, sind unsere Nachbarn gerade weggegangen. Aber in der Regel kommt dann schnell wieder welche. Oh, was sagt denn die Zeit? Über 50 Minuten. Oh Leute, ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal Schluss. Ich glaube, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist spaßig und abwechslungsreich hier in Selze. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal im Multiplayer. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.